5, 4, 3, 2, 1. At last, the feeling power. Boah, wie der andere drunter gehockt. Was heißt, Alter? Also noch mehr Stoff als ich. Nee, geht nicht. Nee. Alle zum Auge. Jetzt hau raus deine 1 Million DPS. Ja, da sind wieder zu viele Explosionen. Ich komme halt nicht dran, ne? Das ist halt. Ja. Als Melee ist das echt behindert. Kann aber irgendeinen Dev ziehen, da kannst du auch noch ein Stück drum stehen bleiben. Ja. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Besser nichts riskieren. Ja, ich sag ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Den das Tag frisst mir aber das Mana weg. Ach nö. So soll's ja sein. Komm, warte. Wozu hast du das Mana? Mal angucken? Nee. Nee, das nicht. Aber dass ich dann so schnell schon umgehe, das ist echt. Du hast 120 KPS, halt's mal. Echt so? Ja, ich hab ja mit ihm geredet. Ich kenn mich mit Disney auch nicht aus. Nee, er hat mir das schon erklärt. Alles gut. Oh, aber mit dir so viel. Oh, du hast mal 90% Mana. Na, guck ja. Die Zeit nehme ich mir, das nachzugucken. Die Blobs wieder vorziehen, bitte. Ja, sofort. Wir sollen doch auf das große Ad, oder? Ja. Und jetzt alles vor. Dann ist das Ding auch down. Boah, sie haben Verderbnis. Oh, die Explosion ist gar nicht so heftig. Ja, geht gut. Jetzt kann ich nicht laufen, Carsten. Sei halt mich gefragt, warum diese roten Flecken überall haben. Ja, dadurch, dass sie diesen Buff haben und nicht da weggehen. So, jetzt noch Ed. Oh shit. Irgendeiner ist reingerannt. Vorsicht, oh. Denn. Alter, jetzt fick dich, Alter. Raus. Alter, ja, jetzt hab ich mich verklickt. Scheiße. Ah, ich kann nicht weit zu Kung Fu tot. Und noch mehr? Ja, 3. Dein Heal ist jetzt tot, oder was? Ja. Kung Fu Panda. Hat die einen Anregen oder sowas? Mhm. Anregen braucht man selber.
buff jetzt einfach mit dem Debuff, weil ich hab nichts mehr. Ja, jetzt habe ich verderbten Spein auf mir. Was sind jetzt droppen euch die Leute, ja, weil jeder überall woanders steht. Ich sehe das nämlich gerade. Ein paar stehen hinten, ein paar stehen vorm Auge und ein paar stehen noch hier unten komm, bei ich den. Ich komm. Und das ist jeder scheiß Gefühl zu vorne am Auge. Boah, scheiße. Ich lass das für heute so, ne? Das siehst du den Teppich da, Matze? Das da kommst du gar nicht mehr durch. Ach, so scheiße. Ja, das ist random Red. Also mit random Red, ne? Aber guck mal, ich hab jetzt wieder eine Frage, ne? Mhm. Was hatte, ist los? Ich hatte wieder dieses verderbene Spein auf mir, ne? Lieg jetzt hier ganz außen, das ist doch richtig, oder? Ja. Aber ich bin dadurch gestorben, halt, durch dieses verderbene Spein. Ja. Ja, du sollst ja nicht drinstehen bleiben, das heißt. Nee, ich muss das ja. Das muss ja erst. Also, das muss ja auf den Boden gehen. Und genau, dann geh ich raus da. Bei jede Pfütze, die man ablegt, kriegt man immer sofort einen Tick. Ja, 300k, ja. Und wenn du eine Doppelpfütze hast, dann musst du halt doppelt zweimal gehen. Das habe ich auch schon rausgefunden. Versuchen wir noch ein Try, wenn nicht, dann. Ja, das wird nicht mehr. Das war's mit der Sache. Das wird nicht. Egal. Aber Basti, ich brauche ich gleich für VZ, weil ich habe mich mit dem Priester unterhalten, ich brauche andere VZs noch. War auf jeden Fall sehr hilfreich, was du mir da erzählt hat. Jetzt muss ich halt nur noch gucken, wie ich das mit dem Mana-Haushalt mache. Also er sagt, du machst die Schattenheilung drauf, dann Verbündner. Dann setze ich Schattenwort Schmerz, den Geisterbeuger hole ich immer raus, damit ich das Mana kriege und den Strahlenkranz, wenn viel Schaden kommt. Die Barriere setze ich nur.